ist wieder Zeit, sich schick zu machen. Es ist wieder Zeit, dich in Schale zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Let's Play Bundesliga Manager Professional. Die Rückrunde. Genau. 18. Saison, 18. Spieltag. Der letzte Spieltag vor der Winterpause. Wir sind auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Mannschaft ist voll. Und das Stadion wird ausgebaut. 4 Wochen, 10 Wochen. Ich habe nicht mitgekriegt, also ich habe mitgekriegt, dass das Stadion zerstört wurde, aber nicht, dass der Stadionzustand runtergegangen ist. Weswegen ich einen nicht so guten Sponsor hier jetzt gekriegt habe. Aber wir gucken mal, wie es hier aussieht. In 6 Monaten ist der nächste Sponsor fällig. Gucken wir einfach mal, wie es da aussieht. Dann gucken wir, wen können wir aufstellen. Die Spieler sind schwach, die brauchen wir nicht. Und Notch und vorne und Kehl ist verletzt. Okay, wir sind eigentlich top aufgestellt. Würde ich sagen, ich gucke nochmal auf die Aufstellung. Ja, das ist das, was wir gerade spielen. Das ist das, womit wir erfolgreich sind. Wir sind noch im DFB-Pokal, wir sind noch im Europapokal. Und jetzt versuchen wir erstmal Wolfsburg platt zu machen. Die haben uns nämlich im ersten Spiel erstmal eine Niederlage beschert. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Sehr gut. So, Winterpause kommt. Der Ausbau der Sitzplätze ist abgeschlossen. Das ist schön zu hören. Die Stadionrenovierung ist abgeschlossen. Die Winterpause ist rum. Und wir haben ein Stadion von 65.000 Zuschauern jetzt. Wir gucken gleich mal rein. Der Kontostand ist auch noch okay. Unsere Schulden sind ja auch nur noch bei den üblichen 2 Millionen, die wir nicht loswerden. Ja, 65.000 Zuschauer. Hey, sieht doch jetzt schick aus hier. Ne? Und da werden wir halt auch weiter hochgehen. Sobald wir Geld haben, werden wir das da rein investieren. Das waren ja 23.000, die wir dazu gekriegt haben. Genau, jetzt wo wir da ein bisschen mehr Zuschauer haben, setzen wir einfach mal den Preis runter auf 14 und gucken mal, wie viel kommen. Fillinger ist noch verletzt. Kehl ist wieder da. Wir machen unsere Aufstellung neu. Setzen den hier runter, den hier rüber. Dich nach links. Ihr seid links, rechts. So. Und auf geht's. 19. Spieltag. Gegen Bayern München. Und Köln fängt gleich gut an in der ersten oder dritten Minute. Wir können ja auch gleich nochmal in die Torschützenliste reingucken. Das sah nicht so gut aus. Sehr gut verteilt alles. Aber ich bin relativ entspannt gerade. Außer wenn es wieder in den Europapokal geht. Und wir echt Spannung pur haben. Ja, wunderbar. 3-1. Alpay. Mal keine gelbe Karte. Ist auch schön. 2-3. Oh nee. Schaffen die noch den Ausgleich. Wahnsinn. Nicht schlecht, Bayern. Nicht schlecht. Aber das ist nicht schlimm. Alemannia Aachen, gegen die spielen wir auch noch im Pokal. Epstein ist als Ersatzspieler drin. Okay. Achso, wir waren auswärts, ne? Wir waren auswärts, ja. 20. Spieltag heim gegen Wacker Burghausen. Schauen wir mal, wie viele Leute kommen. 47.000. Okay. Wenn ich jetzt rechnen könnte, wir sind bei 14. Dann 400.000. 470.000. Und 450 sind 2. 600, also keine 650.000. Okay. Nachholspiel. Auswärts gegen Dortmund, glaube ich, war das. Da machen wir einfach so weiter. Ja, sehr gut. Lala. Dortmund zieht leider nach. Und legt vor.
2:1 für Dortmund, 53. Minute. Gelbe Karte. Wir wechseln gleich aus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kiel hatte nach langer Verletzung auch wieder mal Platz hier gekriegt. So. Ich meine, wir spielen schon sehr offensiv. Zuma müssen wir gar nicht einwechseln. Epstein könnten wir einwechseln gegen Alushi. Gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. Ah, schade. Haben wir nicht so gut angefangen. Okay. Okay, nach vorne und dich nach links außen. Dich dahin, dich dahin. So, und den Einsatz wieder ein bisschen runterschrauben. 21. Spieltag. Weiter geht's. Bochum. Bochum auch wieder Richtung Abstiegsplatz, glaube ich. Gucken wir mal, aber Stuttgart war ja auch aufgestiegen und Werder. Und Bochum gar nicht abgestiegen. Ja. Brücker, sehr gut. Lasst euch von den 12 Toren nicht täuschen. So viel haben wir bestimmt noch nicht hier in der Liga. Der hat eine Menge außerhalb der Liga geschossen. Wessels möchte verlängern. Das ist ein guter Anfang. Ich meine, der verdient halt auch ein Schweinegeld. Ja. So. Ach, guck mal. Haben sie sich nach vorne geschossen. Menziges und Brücker. Sehr gut. Sehr gut. So, benötigter Schnitt liegt schon bei 34.000. Aber wir haben ja auch gerade hochgestellt unseren oder runtergesetzt unseren Preis, Eintrittspreis. Pizarro. Den kennt man doch auch noch. 26, aber der ist halt schon echt stark. Und da brauche ich keine starken Spieler zurzeit. Gut. 3 Monate, 4 Monate. Okay. Das Stadion ist aber soweit ausgebaut. Wir haben 500.000 auf dem Konto. Lassen wir die 500.000 auf dem Konto und spielen den Europapokal gegen Metalux. Jeppa. Paya. Was ja noch gar nicht so gut aussieht. Auswärts sollten wir mal ein Tor schießen. Oder eine Chance kriegen ist auch gut. Ja. Okay. Ein Tor ist gut. Auswärts ein Tor machen ist immer gut. So, gegen Alemannia Aachen im Pokal. Wir stellen einfach nochmal neu auf. Brücker hier hin. Und Rosenthal lassen wir da. Wir. Ach komm, wir setzen uns ein bisschen defensiver wieder. 500.000 hat sich nichts geändert. Nein. 49.000. Und Alemannia Aachen schießt gleich das 1:0. Ja, kurz vor der Pause. Ausgleich. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Ja, sehr gut. Okay, Lala sichert uns ein bisschen. Boah, das sieht nach einem Elfmeterschießen aus. Jo. Das ist das zweite Elfmeterschießen in der 18. Saison. Das zweite Elfmeterschießen ever. Okay. Gehalten. Tor. Sehr gut, Lala. Wir haben Vorsprung. Papadopoulos. Sehr gut. Oh
nee, die legen nach. Okay. Sehr gut. Gewonnen. Der durfte zweimal. Wenzikas durfte zweimal schießen? Was war das? Hä? Okay. Meinetwegen nehme ich Wacker Burghausen im Finale. So, den ziehen wir wieder hoch. Wir sollten nicht zu defensiv werden. 800.000, okay. 14. März, gib ihm. 49.000. Ich weiß, das Stadion fasst etwas mehr. Ich werde mal ein bisschen mehr aufs Maximum gehen und den Eintrittspreis noch ein bisschen senken. Und wir haben verloren. Aber es sieht diesmal nicht so kritisch aus. Wir kontrollieren wie immer. Ja, die sind doch alle, ja, stärkemäßig ist das okay. Belushi ist auch stärker. Okay. Rot-Weiß Aalen, deren Meister vom letzten Mal. Es geht Richtung Meisterschaft. Es sieht gut aus. Wir sind ganz oben und haben einen Punktvorsprung. Und jetzt ist das schon das Finale? Nee, das war jetzt noch nicht das Finalspiel, oder? Nur im DFB-Pokal sind wir schon im Finale. So. Wir gucken einfach mal rein. Nee. Ach ja, Rückspiel. Wir hatten 1-0 auswärts gewonnen. Ich senke einfach mal auf 12. So. Gut. Kurz den Preis berechnen. Das sind 560.000 und 120.000. Nee, 112.000. Und 112.000. Also 680.000 in etwa. Das sieht gut aus. Da sollte jetzt auch nichts mehr anbrennen. Wir stehen im Finale des UEFA Cups. Mal wieder. Das sieht doch schick aus. Gegen Benfica Lissabon. Okay, da gibt es auch ein Hin- und Rückspiel. Okay. Und unser Stadionkomfort wird schlechter bewertet. Wir haben aber 1,2 Millionen auf dem Konto und wir gucken nochmal kurz 1,6 Millionen. Was passiert, wenn wir hier unseren Stadionkomfort gleich wieder ausbauen? Ah ja, 20.000, die wir weniger ausgeben, weil wir weniger Geld auf dem Konto haben. Ja. Ihr hört richtig, weniger Geld auf dem Konto heißt, zumindest wenn man unter die 2 Millionen sinkt, dann heißt das weniger Ausgaben. Okay, das sieht hier weiterhin gut aus. 24. Spieltag. Wir stehen da überall in den Finals schon. Ja, noch 10 Spieltage und trotzdem, naja, gut. 57.000 Zuschauer. Wir könnten noch weiter runtergehen. Ist die Frage, lohnt sich das? Weil wenn ich jetzt auf 10 runtergehe, dann kann sich das noch, dann kann sich das nicht mehr lohnen. Dann kann ich ja maximal 650.000 einnehmen. Wenn ich jetzt aber auf 11 hochgehe, dann können wir auch mal rechnen. Dann müssten ja immer so 60.000 kommen. Das sieht gut aus. Okay. Gegen den zweiten gewonnen. Das ist schön. Das ist gut so. 28. 2,2 Millionen. Können wir noch Geld ausgeben?
Ist immer die Frage, kann man noch Geld ausgeben? Wenn denn ja ins Stadion investieren. Okay, 25. Spieltag. Wir lassen alles so stehen, wie es ist. Und weiter geht's. Na, Rot-Weiß Essen macht es wieder spannend. Macht es nicht nur spannend, sondern... Ich wechsle den einfach mal aus. Was soll's. Gewonnen oder siegen hätten wir sowieso nicht können mit drei Chancen nur. So, 26. Spieltag. Wir stellen wieder auf. Zoom mal raus. So. Okay. Oh, ich tausche mal auch mal aus. Gut. 1,5 Millionen auf dem Konto. Okay. Oh. Der kriegt aber auch ordentlich Karten, der Papadopoulos. Ne? Siebte gelbe Karte. Brücker. Sehr gut. Die entwickeln sich alle zu echt Top-Spielern. Und dann kann ich sie wieder nicht bezahlen. Und die anderen sind gerade noch ein bisschen zu schwach, glaube ich. Da muss ich noch die richtige Abstimmung finden, dass dieses Nachkommen der Nachwuchsspieler auch im richtigen Verhältnis passiert. Und zwar nicht, wenn die starken Spieler alt werden, sondern wenn die alten Spieler oder die starken Spieler zu viel Geld verlangen. Oh, 11. April kann man auch schnell weiterklicken. Torschützenliste. Ja, 11 und 10 sieht doch klasse aus. Schnitt pro Spiel ist, ja. Ich habe doch gesagt, ich setze hier noch runter, ne? Auf 11. Um einfach mal zu gucken, was hier dann los ist. Auf geht's. Diesmal nur 54.000. Kann man an einer Hand abzählen, wie viel das sind. Nämlich knapp 600.000. Aber Düsseldorf scheint ja auch dann auf den unteren Plätzen zu stehen. Und wenn ich sehe, dass wir schon 6 Chancen haben. Ja, Brücker schon wieder. Das sieht diesmal sehr nach Torschützenkönig aus. Auch 11. Platz geht ja. Sehr gut. Also, Klassenerhalt geschafft. Sehr gut. Verbesserung des Stadionskomforts ist auch abgeschlossen. Wir sind wieder wer. Wir sind wieder top. Jetzt gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Gegen Gladbach und als nächstes dann gegen Hannover. Das können wir so lassen. Dann geht's weiter gegen Gladbach. Okay. Gut durchhalten. Wir haben einen Vorsprung von 3 Punkten, glaube ich. Das lässt sich eigentlich diese Saison ganz gut machen dann, oder? Da muss ich keine Panik kriegen. Wir könnten es wirklich schaffen, Meister zu werden. Und wir haben immer noch die Chance aufs Triple. Triple, Triple. Und Meister fühle ich mich da schon sehr sicher, dass das was werden kann. Europapokal. Hier sind wir auch soweit. Okay. Ist Finale. Das heißt, ich setze den Eintrittspreis doch wieder auf 12. Und wir gucken mal, was passiert. Ach, auswärts. Benfica Lissabon ist natürlich schon ein harter Gegner. Eine A-Mannschaft.
Und besonders, wenn man keine Chancen hat. Wir erhöhen den Einsatz. Aber ich kann halt auch nichts nachschießen, ne? Kann den rausnehmen, den reinnehmen. Ich setze mal weiter nach vorne und dann gucken wir mal. Immerhin die erste Chance. Boah, 3-0. Komm, ein Tor muss drin sein. Ein Tor muss drin sein, Leute. Oh. Okay. Das wird schwer. Hier können wir mal wieder neu aufstellen. Du kommst nach außen. Du kommst hier rüber. Dich setzen wir nach hinten. Dich setzen wir so hin. Und weiter geht's. Ja. Das sieht gut aus. Nee, 2-0 bleibt's. Okay. Gegen den vierten Platz. Immer noch 3 Punkte Vorsprung. 4, 5 Spieltage vor Schluss. Verletzt sind sie alle. 1,9 Millionen. Nein. Nein, 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 nein. Also hier und Epstein. Bremen ist ja nun echt nicht so gut, ne? Okay. Das setzen wir wieder um. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie im Europapokal. Da kommen auch nicht so viele. Oh, die legen gleich los, ne? Ich mache halt hier irgendwas. Und gucke, dass ich 3 Tore schieße. Oder eine Chance kriege. Eins von 3 Toren. Okay, das hat nicht gereicht. Wir sind ausgeschieden aus dem Europapokal. Und weiter geht's. So, Alpay ist wieder da. Okay. Na dann weiter. Hier müssen wir uns auch gut behaupten. Stuttgart ist nicht gut. Oh. Weil jetzt nochmal alles auf letzter Linie irgendwie in Sand setzen wäre blöd. So, erster Platz, 1 Punkt Vorsprung, ist halt echt nicht viel. Wuppertaler SV ist an Alpay interessiert. Den habe ich doch erst gekauft. 32 Jahre. 44.000.
Es ist kein Vertrag. Nee, Alper hatte ich nicht erst gekauft. Ist halt einer der Top-Spieler. Top 3 Spieler. Abwehrmäßig. Was bietet ihr denn? Es ist eine Menge Geld. Ich verkaufe ihn. Der will sowieso mehr Geld haben nächste Saison. Und dafür holen wir uns den für 860, 70.000, 870.000. Was willst du denn haben für 4 Jahre? Warum kriegst du auch 44.000? 4 Jahre. Neuer Vertrag. Zack. Alper ersetzt. Das war mal gut. Jetzt noch ein linker Fuß. Naja, gut. Dann ist dem halt so. Okay, weiter geht's. 32. Spieltag. Wir spielen gegen Schalke und dann gegen Dortmund. Oh, Dortmund will absteigen. Sehr gut. Und dann gegen Hertha. Schalke, Dortmund, Hertha. Auf geht's. Da müssen wir sehen. Ja. Oh, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Wir sichern uns den Platz. Immer noch ein Punkt Vorsprung. Wolfsburg hängt hinter uns. Heinen möchte auch verlängern. Hat er auch gemerkt. Okay. Machen wir doch. So, DFB-Pokal. Endspiel. DFB-Pokal. Da muss ich auch nichts umstellen. Da sieht alles gut aus. Gib ihm. Gegen Wackerburghausen. Schaffen wir hier das Double. 1:0. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Die Chancen sind da. Die Tore jetzt auch. Sehr gut. 2:0. Okay. Sehr gut. Jetzt. Wir sind Pokalsieger. Da spielen wir mit. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch nicht mal UEFA Cup Platz gesichert, oder? Ist das alles so dicht? Oder habe ich das weggeklickt? 5:0 im Finale gewonnen. 5:0. Leute. War das schon immer so, dass der Pokal so leicht verschoben ist? Mache ich das in die richtige Richtung? Nee. Leicht verschoben ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Na gut. Lassen wir das. 33. Spieltag. Gegen Hertha oder gegen Dortmund? Wer war's? Dortmund. Dortmund möchte gerne den Todesstoß kriegen. Wir haben 3,1 Millionen auf dem Konto. 2. Juni. Was haben wir hier? 71.000 gehabt. Okay. Oh, 91.000. Leute, guckt euch das an. Ich habe mehr. Leute, ich habe ein größeres Stadion. Ich habe größeres Stadion. Das ist es. Stadion ausbauen und dann
gibt es mehr bessere Verträge. Ja, guckt euch das an. Wow. Das sieht gut aus. Was soll ich sagen? Wir können ja gleich nochmal ausbauen. 2. Juni. Heimspiel gegen Dortmund. Auf geht's. So, der BVB verabschiedet sich also in die zweite Liga. Damit ist das Rennen um die ewige Tabelle wohl erstmal entschieden für mich. Gerade diese Saison. Die hatten, ich weiß nicht mehr, 45 Punkte Vorsprung. Wir können ja gleich nochmal gucken. Und genau. Das ist das. Letzter Spieltag. Meisterschaft auf jeden Fall gesichert. Das ist schön zu hören. Das entspannt. Okay, Wolfsburg hat eine Niederlage eingefahren. Sehr gut. Jetzt am letzten Spieltag frage ich, was wollte ich fragen? Achso, was war euer längstes unendliches Spiel? Bis in welches Jahr habt ihr gespielt? Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange ich früher gespielt habe. Aber ich meine, ich bin jetzt schon in der 18. Saison. Das ist ja schon ordentlich. Aber ja, wie hoch kommt man mit den Punkten in der ewigen Tabelle? Oder wie viel, bis wann kann man spielen? Kann man bis ins Jahr 3000 spielen? Macht das jemand? Ich meine, das kann man ja hochrechnen, wie lang das ist, ne? Wie lang das dauert. Oder kann man es vom Computer durchklicken lassen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich komme meinem Ziel näher. Das Stadion entsprechend auszubauen. Und ja, es ist ein enormer Unterschied, wenn das Stadion ausgebaut ist. So, was haben wir hier? Wir lassen alles so stehen, wie es ist. Heimspiel, nee, Auswärtsspiel gegen Hertha. Letzter Spieltag. 1-0. Sehr gut. Torschützenliste sieht sehr danach aus, dass ich das auch gewonnen habe. Die Frage ist, Brücker oder Menzies? Ich würde auf Brücker tippen zurzeit. Beide haben Tor geschossen. Aber ich glaube, Brücker war vorne. Und jetzt bestimmt. 3-0. 50 Punkte. Letztes Mal sind wir mit den 50 Punkten nicht Meister geworden. Weil Rot-Weiß Aalen da ein bisschen was dagegen hatte. Die nur 9. sind zurzeit. Dortmund steigt ab. Bochum steigt ab. Meinetwegen sollen sie machen. Brücker, ja, 16 Tore. Und Menzies 14 Tore. 56 Tore insgesamt. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. 24 Gegentore sind halt echt auch gut. Okay. Wir machen noch die Relegationsspiele durch. Was macht Energie Cottbus? Energie Cottbus weiß noch nicht, ob sie wollen oder nicht wollen. Sie wollen drin bleiben. Okay. Dann kurzer Überblick. Wie sieht's aus? Wir haben 3,8 Millionen auf dem Konto. Wir haben Ausgaben in Höhe von 1,7 Millionen. Wahrscheinlich durch die 3,8. Das heißt, wir werden jetzt auch nochmal ins Stadion investieren. Unser Kader ist gut ausgestattet. Wir haben Lala und Brücker, die beide verlängern. Und Brücker wird uns das Genick brechen und Lala wird uns das Genick brechen. Wir gucken, ob wir hier einen guten Stürmer kriegen. Keinen guten Stürmer, aber immerhin einen Nachwuchsstürmer. Das wäre okay. Meißner hatten wir doch auch schon mal. Aber hier Vranić. Also Barbares. Barbares, 500.000 und du bist mein. Für ne, machen wir ein Jahr. Machen wir ein Jahr. Den können wir gleich hochsetzen.
Machen wir gleich 4 Jahre, wenn der jetzt hier ausläuft. Und Franic für Lala. Für 900.000. Den nehmen wir aber gleich auf 4 Jahre. Ja. Okay, wir sind ziemlich ausgelastet. Und wenn die jetzt gleich kommen und Geld verlangen, sollen sie machen 4 Monate, 1 Monat. Okay, KWC ist 1 Monat. Was haben wir noch an Geld? 2,4 Millionen. Und ihr seht, der falsch geklickt. Wir sind hier wieder gesunken mit den Ausgaben. Okay, Saisonende. Wir können die Sitzplätze noch ein bisschen erhöhen. Wie viel können wir bauen? Maximal 16. Bin ich da schmerzfrei? Nee, ich lasse das noch. Lassen wir erstmal hier diese Saison passieren und dann gucken wir weiter. Okay. Also, das war's mit der 18. Saison. Schauen wir uns an, was das Saisonende bringt. Kurz noch auf die ewige Tabelle geguckt, solange Dortmund noch drin ist. Wir sind, wie gesagt, vor allen Dingen, wie gesagt, 42 Punkte hinter Dortmund, haben aber die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen. Cool. Mal gucken, was das bringt. Köln hat mal wieder was gewonnen. So, Torschützenkönig auch sehr gut. Und Europapokal natürlich auch qualifiziert, das ist klar. Lala möchte verlängern. Ein Jahr. Jo, 89.000. Und Barbares. 4 Jahre. Neuer Vertrag. Und Brücker. Ein Jahr. 87.000. Schweinebacke, ey. 84.000 maximal. Er ist so brutal. Aber keiner ist so brutal wie Podolski, der über 100.000 genommen hat. So, und Darmstadt ist auch noch zweite Liga. Okay, die waren auch schon mal in der ersten. Kaiserslautern. Wieder gegen die Roten Teufel. Letztes Mal habe ich doch schon gegen die gespielt, oder? Muss ich gleich nochmal gucken, ob ich da wirklich richtig geguckt habe. Und wir gegen Adwiderbergs FF. Adwiderbergs. Das hört sich irgendwie so schwedisch an. Oder finnisch oder so. Keine Ahnung. So. Das ist die 18. Saison gewesen. Wir haben 101 Punkte gemacht. Dortmund wieder nach hinten verbannt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Dortmund hatte. Hatten wir 101 Punkte? Ja, ne? Wir hatten 267. 267, genau. Dortmund sieht ja jetzt auch nicht so schlecht aus. Also sie sind ja nur 6 Punkte hinter uns. Wir haben auf jeden Fall bei der Meisterschaft was dazugelegt und bei dem DFB-Pokal was dazugelegt. Schön. Gut. So, und das ist das. Dann benötigt der Schnitt 46.000. Das sollten wir schaffen mit unseren ein bisschen mehr. Wir haben auch 1,7 auf dem Konto. Das ist auch gut. Das bleibt hoffentlich auch so. 72.000. Wir wissen, dass 90.000 drin sind, theoretisch. Und 87 haben wir hier. 87, 3 Jahre, machen wir. 3 Monate noch. 4 Monate, okay. Bombastisch. Hier haben wir auch schon wieder 320.000. Okay, das wird besser. Oh ja, guck mal hier. 347. Also, das war der Stadionzustand, der da runtergegangen ist.
1,7. Was wollten wir noch gucken? Hier können wir noch mal gucken. Erster Sieger und ja, das setzt sich fort. Gut. Nee, das war's soweit. Mehr gibt's nicht zu sehen. Finanzen sehen gut aus. Spieler sehen gut aus. Also teuer halt, aber sieht soweit gut aus. Lala wird verkauft und Brücker wird verkauft. Das bringt wieder ein bisschen Geld. Wesselt lasse ich noch drin, bis ich irgendjemand Besseres finde. Heinen will bestimmt auch mehr. Also die kämpfen so ein bisschen gegeneinander. Ich müsste eigentlich nicht zwei so gute Torhüter unterhalten. Wiese, weiß ich nicht, kommt nicht so richtig hoch, aber ich habe ja Torwarttraining auch nur eins. Ja, und hier Menzies kommt nach, Papadopoulos kommt nach. Und ja, Barbares und Zuma kommen halt langsam, ne? Muss mal gucken, wie das ist. Vielleicht doch nur 24-Jährige holen oder so. Nicht 27-Jährige, die so schwach sind. Also, dann macht's gut. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt in der 19. Saison. Let's play Bundesliga Manager Professional. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.